Liebe Geschwister im Islam, ich begrüße euch mit dem islamischen Friedensgruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie schnell ist auch dieses Jahr der Gast des Jahres gekommen und wie schnell will er sich schon von uns verabschieden? Mit dem heutigen Tag an befinden wir uns im letzten Drittel, den sogenannten letzten 10 Tagen des Fastenmonats Ramadan. Eine Zeit, die segensreich, gnadenvoll und voller Frieden auf uns kam, um über den Sinn des Lebens nachzudenken, die individuellen Ziele nochmal zu überdenken, aber auch gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen. Eine Zeit, in der wir die innige Bindung zu unserem Schöpfer und seinen Geschöpfen vertiefen sollten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Menschen die Hikma, die Weisheiten und Ziele dieses segenreichen Monats zu verstehen geben. Im Koran heißt es wie folgt: Wir haben ihn ja in der Nacht des Qadr herabgesandt. Was lässt dich wissen, was die Nacht des Qadr ist? Die Nacht des Qadr ist besser als 1000 Monate. Es kommen in ihr die Engel und Jibril mit der Erlaubnis ihres Herrn, mit jeder Angelegenheit herab. Frieden ist sie bis zum Anbruch der Morgendämmerung. Liebe Geschwister, nach islamischer Auffassung ist die Nacht des Qadr, die sich nun, inshallah, vor uns noch befindet, die beste Nacht des Jahres. Sie entspricht 1000 Monaten, also mehr als 83 Jahren. Jedoch ist sie zeitlich nicht genau bestimmt. Sicher ist nur, dass sie eine der ungeraden Nächte der letzten 10 Nächte des Ramadan ist. Nach den meisten Gelehrten ist es die Nacht des 27. Ramadan. Das heißt, sie beginnt mit dem Sonnenuntergang des 26. Ramadan, also am kommenden Samstagabend, und endet mit Anbruch der Morgendämmerung des 27. Ramadantages. Da es vorkommt, dass der Fastenmonat weltweit unterschiedlich begonnen wird, ist es sinnvoll, dass man Laylatul Qadr in den letzten 10 Tagen vom Ramadan erwartet und sich auf die gesamten 10 Tage konzentriert. Der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sagte hinsichtlich dieser Nacht: Wer in dieser Nacht des Qadr das rituelle Gebet mit Iman und nur für Allah verrichtet, dem werden seine und ihre vergangenen Sünden vergeben. Deshalb betete der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam in den letzten 10 Nächten des Ramadans bis zum Morgengrauen und beschäftigte sich mit der Ibadah. Er widmete sich völlig der Anbetung Allahs. In diesen letzten 10 Nächten ist, wie erwähnt, die Laylatul Qadr verborgen. In dieser besonderen Nacht hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas gemacht, was er sonst nie vorher gemacht hat. Er hat, obwohl er immer das Mittelmaß suchte, in diesen Nächten bis Ende des Ramadans sich selbst in der Hingabe zu Allah übertroffen. Dies wird von unserem Propheten Muhammad a.s. selbst überliefert, dass wenn die letzten 10 Tage des Ramadan angebrochen sind, hat er die Nacht in Ibadah verbracht und sich darauf konzentriert, diese Nacht im Wachzustand und sinnvoll zu verbringen. Lasst uns in die Fußstapfen unseres Propheten Muhammad a.s. treten und nochmal alle Kräfte zusammenbringen, um diese Nacht nicht zu versäumen. Er hat seine Familie mit einbezogen, damit sie ebenfalls von diesen schönen Nächten mitbekommen und ihren Anteil erhalten. Zu seiner Ehefrau Aisha sagte er, sallallahu alaihi wasallam: Sprich in dieser Nacht folgendes Bittgebet, O Aisha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, du bist allvergebend, du liebst die Vergebung, so vergib mir. Er hat sich angestrengt in allen guten Taten. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war der Freigebigste unter den Menschen. Und im Monat Ramadan, als er Jibril a.s. auf ihn kam, um gemeinsam den Koran durchzugehen, war er noch großzügiger. Diese Tage sollten wir zu Hause keine Zeit mehr für Fernsehen und Sonstiges nehmen, beziehungsweise
auf Minimalkonsum umstellen. Jetzt ist keine Zeit mehr für Dinge, die uns ablenken und aufhalten. Jetzt wäre Zeit für die Ibadah und die Hingabe an Allah, damit wir Laylatul Qadr erlangen können. Man sollte das Nachtgebet und das Frühgebet in der Gemeinschaft verrichten. Denn dies gilt gemäß der Sunna des Propheten Muhammad a.s., als ob man die ganze Nacht durch beten würde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle Laylatul Qadr erlangen lassen. Viele von euch fragen sich nun, was könnte ich denn machen? Lasst uns den Koran öfters lesen und danach streben. Lernen wir daraus einiges auswendig rezitieren und hören ihn uns an. Die täglichen Koranrezitationen, die die islamische Glaubensgemeinschaft täglich als Videos zur Verfügung stellen, sind hierfür eine gute Möglichkeit. Lasst uns darüber nachdenken, denn er ist eine der größten Heilmittel gegen Trauer und Kummer. Freiwillige Gebete verrichten, Allah subhanahu wa ta'ala gedenken und lobpreisen. Senden wir unsere Bitten in dieser Nacht in Reue und Ehrfurcht und der Hoffnung auf Annahme, adressiert an den Thron seiner Majestät und erwarte die Antwort. Sorgen wir für die Beibehaltung gelegentlicher Bittgebete und Gedenken, da sie uns schützen, bewahren, leiten, das Rechte für uns treffen und unser Tagesablauf bessern. Allah Ta'ala um Vergebung bitten und darauf achten, nur Gutes zu sprechen. Ebenso aber auch können wir Allah Ta'ala um Gnade und Frieden für den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seiner Familie bitten. Wir sollten spenden, auch wenn dies wenig ist, da die Spende die Sünden löschen und das Übel fernhalten kann. Sadaqa bereitet dem Herzen Freude, beseitigt die Sorge, stiftet Frieden unter den Menschen. Spenden wir von den Gaben Allahs, die uns zuteil wurden. Vergessen wir auch nicht auf die Entrichtung der Zakatul Fitr vor dem Eidgebet an die islamische Glaubensgemeinschaft, ihre Einrichtungen oder andere Wohltätigkeitsorganisationen. Liebe Geschwister, das Vergangene ist vorbei und beendet. So denke nicht daran, da es ja schon abgeschlossen ist. Schaue nach vorne. Versuche aus dieser gnadenreichen Zeit Kraft zu schöpfen für die Zukunft, in der neue Wege gegangen und viele neue Entscheidungen getroffen werden. Zum Glück gehört, dass man Hindernisse und Erschwernisse erfolgreich überwältigt, denn der Erfolg ist ein unvergleichbarer Genuss. Der Iman und die Glaubensüberzeugung sind Glück und Genuss für das ganze Leben. Lasst uns wissen, dass mit der Erschwernis Erleichterung und mit der Bedrängnis der Ausweg kommt, dass nichts anhält auf dieser Welt. Auch dem Coronavirus werden wir früher oder später Herr werden, inshallah. Zu guter Letzt möchte sich die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich im Namen aller Musliminnen und Muslime ganz herzlich bei allen Nachbarinnen und Nachbarn für das Verständnis für den mitunter ungewohnten Alltag und den Ramadanbetrieb in muslimischen Familien und islamischen Einrichtungen, bei den Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen für die Geduld, während dieser Zeit nicht gemeinsam gegessen oder Kaffee getrunken zu haben, bei allen Pädagoginnen und Pädagogen sowie bei all unseren nicht-muslimischen Mitmenschen für das entgegengebrachte Verständnis und den höflichen Umgang ganz herzlich bedanken. Stehen wir auch weiterhin zusammen für ein gutes und friedliches Miteinander unter allen Menschen in unserem Land. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Wassalamu alaikum.